Es ist ganz erstaunlich, welche Begeisterung die klassische westliche Operntradition in den chinesischen Metropolen auslöst. Die Wahlösterreicherin Natalia Uschakowa wurde beispielsweise in der vergangenen Woche beim ersten Festival im neuen spektakulären Opernhaus von Peking als Tosca stürmisch gefeiert und vom Fleck weg für zwei weitere Produktionen verpflichtet. Doch dieser Kulturaustausch ist eben keine Einbahnstraße. Junge chinesische Sänger erhalten erstklassige Ausbildungen und drängen auf die internationalen Opernbühnen. Sogar die traditionelle Peking-Oper gerät ins Hintertreffen. So groß ist das Interesse und die Begeisterung an der westlichen Kultur. Gerhard Roska hat die Situation in China näher unter die Lupe genommen. Diese Tosca eroberte das chinesische Publikum im Sturm. Eine packende Premiere, titelte eine Zeitung. Natalia Uschakowa rührte das Publikum zu Tränen. Sie mögen diese Musik, sie spielen von Seele und von Herz. Und deswegen, weil etwas geht von Herz und von Seele, das ist immer richtig und das spürt man. Und es ist egal, in welcher Sprache wir so aufgewachsen sind und wir sprechen, es ist egal. Für mich ist die am größten Musik sind in Europa. Vielleicht, ich bin eine Asiane und meine Augen, meine Geschichte ist es so, aber Herz, ich liebe Mozart, Beethoven, Puccini, Strauss, Wagner, das ist meine Gott. Romantisch und emotionell muss die Musik sein, auch für Dirigent Li Xuechao, der 5 Jahre in Wien studiert hat. Dabei könnte der Inhalt der Oper für China durchaus brisant sein, ist doch Scarpia Chef der Geheimpolizei, der politische Geständnisse mit Folter erzwingt. Doch diese Inszenierung bleibt lieber eine historische Geschichte aus dem fernen Westen. Die westliche europäische Oper hat ein ähnliches Problem wie unsere traditionelle Peking-Oper. Sie braucht Erneuerung, vor allem bei der Inszenierung. Die historischen Geschichten allein passen nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Die Jungen wollen Charaktere und Produktionen, die mehr mit ihrem Leben zu tun haben. You know, they don't like the old fashions, you know, they like more the production, the character, close to themselves. Pekings neue Oper steht für das neue China, modern und selbstbewusst, als wäre ein UFO zwischen den alten Häusern der Hutongs gelandet. Noch braucht man in China die Stars aus Europa, um Oper populär zu machen. Doch schon bald werden wohl Chinas junge Sänger auf europäischen Bühnen triumphieren und mit ihrer Liebe zur Oper berühren.